Herzlich willkommen noch einmal, liebe Damen und Herren. Herzlich willkommen an die, die heute schon den ganzen Tag hier im Amplifier verbracht haben und sich schon zu allen Innovationen, über die wir gleich auch noch mal kurz sprechen werden und auszeichnen werden vor allen Dingen, gesprochen haben. Und ein besonders herzliches Willkommen auch an die, die jetzt hinzugekommen sind und dem feierlichen Teil dieses Tages beiwohnen wollen. Herzlich willkommen zur Preisverleihung des Innovationspreises 2022 der Deutschen Gaswirtschaft. Ich bin Julia Kropf, ich bin freie Moderatorin, freue mich sehr, dass ich Sie auch durch diesen feierlichen Teil des Tages begleiten darf. Und ja, das Thema der Weg zur Innovation ist wahrscheinlich ein Thema, über das ich auch abendfüllend sprechen ließe. Den Teil der Innovation, den haben wir heute ein kleines bisschen ausgelassen, was es eigentlich braucht, um die auf den Weg zu bringen. Ja, diese Preisverleihung ist der feierliche Höhepunkt eines Tages, an dem Sie bereits auch schon viele von Ihnen spannende Gespräche und Diskussionen geführt haben. Die letzte Preisverleihung fand unter Corona-Bedingungen statt und das war für uns alle damals sicherlich noch ungewohnt. Heute ist es wieder möglich, persönlich zusammenzukommen, auch wenn die Bedingungen gerade wieder ein bisschen anziehen. Kaum aber einer hätte wohl vermutet, dass in diesem Jahr die Preisverleihung unter diesen Rahmenbedingungen stattfinden würde, äußeren Rahmenbedingungen, wie sie nun einmal sind. Denn seit dem 24. Februar diesen Jahres herrscht Krieg in Europa. Krieg in der Ukraine, ausgelöst durch den russischen Aggressor. Und ausgelöst durch diesen schrecklichen Krieg mit unermesslichem Leid erleben wir auch in unserem alltäglichen Leben nun die volle Wucht unserer Vulnerabilität in einem vermeintlich rohstoffarmen Land oder zumindest einem Land, das bisher seine Rohstoffe noch nicht vollumfänglich genutzt hat. Und wir erleben die Folgen auf unser Energiesystem. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich besonders wichtig, auf die volle Innovationskraft der Branche zu schauen. Mit Offenheit, mit Denkräumen, mit Mut, mit Ausdauer und mit gesellschaftlicher Akzeptanz, wie wir gerade auch schon in den Tischdiskussionen auch erlebt haben. In diesem Jahr steht die Preisverleihung unter dem Motto Reinventing Energy und damit setzen die Ausrichter den Fokus auf die Transformation des Energiesystems. Energie und Energiewege neu denken und erfinden ist, und das haben wir den ganzen Tag über auch schon diskutiert, wichtiger denn je. Denn Energie ist ja vermeintlich selbstverständlich. Wir glauben es manchmal, es sei selbstverständlich. Wir haben angenommen, es sei selbstverständlich. Aber das ist es nicht. Und trotzdem ist sie natürlich, oder sie ist nicht trotzdem, sondern sie ist überall und sie ist Grundlage vor allen Dingen für unseren Wohlstand. Wie der in Zukunft aussehen wird und wie erneuerbar er sein wird, das werden wir sehen. Und das hängt natürlich auch von den Innovationen ab, über die wir heute sprechen. Die Art also, wie wir Energie erzeugen, transportieren, sie verwenden, muss sich wandeln und darf nicht mehr auf Kosten des Klimas passieren. Wir brauchen sie aber mehr als dringend, die richtigen Ideen und Mut zum Wandel, um unser Energiesystem dahingehend zu transformieren. Vielleicht noch ein Wort zu dem Ort. Sie haben es heute schon, die Sie den ganzen Tag über waren, haben schon einige der Sätze, die ich jetzt gerade gesagt habe, gehört. Für alle, die neu hinzugekommen sind. Wir sind auch an einem Ort, der besonders gut passt. Wir sind hier in der ehemaligen Kleinmotorenhalle der AEG, die in diesem Gebäudekomplex von 1895 bis 1983 große Motoren hergestellt hat, aber auch Elektrokleingeräte, wie wir sie alle aus der Küche kennen. Ab 1895 wurde hier auch der erste U-Bahn-Tunnel gebaut. Es war ein Versuchstunnel von AEG und Siemens. Und naja, alle, die aus Berlin sind, wissen, was dieser Tunnel sozusagen, dieser Versuchstunnel dann bewegt hat. Wir haben hier ein sehr umfängliches U-Bahn-Netz, das darauf aufbaut. Ab Mitte der 80er Jahre ist das entstanden, was Sie hier heute sehen, ein moderner Gewerbe- und Bürokomplex, in dem sich unter anderem die Technische Universität Berlin, das Fraunhofer-Institut und die Deutsche Welle befinden. Und dieser Amplifier, den gibt es seit 2019, der wurde von der GSG zusammen mit der Kommunikationsagentur FT Wild, die uns auch heute begleitet, gestaltet. Ja, der Innovationspreis der Gaswirtschaft, den gibt es bereits seit 40 Jahren und wird alle zwei Jahre verliehen. Der hat Strahlkraft und politische Relevanz. Auch Professor Dr. Töpfer und Frau Dr. Angela Merkel haben schon in ihrer Funktion als Bundesumweltministerin und Minister hier
also nicht hier, aber anlässlich des Preises gesprochen. Wichtig aber ist natürlich vor allem, dass aus dem Mut der Innovation nachhaltige Entwicklungen entstehen. Und dafür soll der Preis eben auch eine Bühne bilden, eine Startrampe für verbesserte Anwendungstechniken und Einsatzmöglichkeiten. Und deshalb entsteht Innovation nicht nur aus Mut, sondern macht auch Mut. Und ich möchte hier nochmal Wolf Lotter zitieren, den Autor und Journalisten. Innovation ist der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser wird. Der Beweis, dass die Zukunft existiert, dass es einen Fortschritt gibt, eine Perspektive. Ganz besonders herzlich möchte ich an der Stelle nochmal die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber für diesen Preis begrüßen, alle, die nominiert sind. An Sie nochmal ein besonders herzliches Willkommen. Und ich blicke in gespannte Gesichter. Vier von Ihnen werden heute als Gewinner dieses Haus verlassen. Und ja, ich glaube, die Spannung steigt jetzt alle schon ein bisschen. Sie hatten heute aber alle schon einen austauschreichen Tag, erkenntnisreichen Tag. Und das finde ich auch eine schöne Form, diesen Preis hier einzuläuten. Es haben sich 50 hochqualifizierte Projekte beworben auf den Preis aus der Industrie, aus Forschungsinstituten, von Hochschulen oder auch von Einzelpersonen. Und der Preis wird in vier Kategorien verliehen: anwendungsorientierte Forschung, nachhaltige Erzeugung, intelligente Infrastruktur und effiziente Anwendungstechnik. Für die Austragung des Preises haben sich in diesem Jahr drei Verbände der Gaswirtschaft zusammengeschlossen. Das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, DVGW und Zukunft Gas. Die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch unterstützt den Innovationspreis als Kompetenzpartner. Und dieser Abend und dieser Tag wäre nicht möglich gewesen ohne den Partner Wintershall Dea. Als Medienpartner stehen der Energate Messenger, Energie und Management sowie das Handelsblatt zur Seite. Der Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft wird unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, verliehen. Und wir haben ja heute schon darüber gesprochen, dass wir für Innovation auch das ressortübergreifende und ressortoffene Denken brauchen. Deswegen ist es schön, dass ich Ihnen jetzt eine Videobotschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung ankündigen darf. Und ich sage Film ab. Meine Damen und Herren, haben wir jemals so viel über unsere Energieversorgung diskutiert wie heute? Dass wir sie neu erfinden müssen, steht natürlich schon lange auf der Agenda. Dass die UN-Konferenz von Rio Nachhaltigkeit global zum Leitmotiv machte, ist 30 Jahre her. Und dass wir uns dafür eher früher als später von fossilen Energieträgern verabschieden müssen, ist längst jedem Kind sonnenklar. Doch der schreckliche Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat ein neues Kapitel eröffnet. Dringender denn je heißt es jetzt, wir müssen uns unabhängig von Putins Gashahn machen. Und so schnell es geht, klimafreundlichen Ersatz finden. Wasser, Wind und Sonne noch besser nutzen. Aber eben auch die Hürden überwinden, die einen vollständigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien bisher verhindern. Und da bin ich bei einem Schwerpunkt unseres Ministeriums, bei dem ich mich vehement für Fortschritte einsetze. Viele von Ihnen ebenfalls. Das ist der grüne Wasserstoff. Es ist das fehlende Puzzlestück, um voll und ganz auf erneuerbare Energien zu setzen. Er ist die Jahrhundertchance für unseren Planeten und für unser Land die Möglichkeit, die Wasserstoffrepublik Deutschland zu werden. Deswegen freue ich mich besonders, dass zwei Drittel der hier nominierten Projekte einen direkten Wasserstoffbezug haben. Wir als Forschungsministerium setzen auf Innovationen, die den schnellen Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft bei uns im Land und in Europa unterstützen. Dazu fördern wir vielversprechende Forschungsprojekte. Wir wollen so schnell wie möglich grünen Wasserstoff in großen Mengen erzeugen, speichern und transportieren können. Gleichzeitig fördern wir die Grundlagenforschung, die die Basis für Technologien der Zukunft legt. Einige unserer geförderten Projekte haben es bis unter die Finalisten bei ihrem Innovationspreis geschafft. Das freut mich natürlich. Und ich bin auch wirklich gern Schirmherrin für diesen Preis, weil ich überzeugt bin, nur mit Innovationen lösen wir die Fragen unserer Zeit. Nur durch Fortschritt werden wir den Herausforderungen gerecht. Der Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft ist schon seit über 40 Jahren ein Schaufenster für zukunftsweisende Technologien.
In diese große Tradition reihen sich all diejenigen, die heute damit rechnen dürfen, diesen Preis zu gewinnen. Liebe Finalistinnen und Finalisten, ich gratuliere Ihnen bereits jetzt. Mit der Nominierung zu diesem Preis haben Sie gezeigt, welch ein Erfindergeist in Ihnen steckt. Die Jury hat Ihre exzellenten Ideen ausgewählt, weil sie uns wirklich voranbringen können. Und genau davon brauchen wir mehr. Deutschland ist ein Innovationsland. Und dank Ihnen wird es das auch bleiben. Vielen Dank. Ja, jetzt wird's wild und die Kiste kündigt das schon an. Wir kommen nämlich zur Preisverleihung, zur ersten Kategorie des heutigen Tages. Und da geht es um die anwendungsorientierte Forschung. Und die wird vor allen Dingen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen betrieben von innovativen Köpfen, die sich genau mit diesen Themen auch auseinandersetzen, wie wir das eben gehört haben. Die versuchen, die Transformation unseres Energiesystems voranzubringen. Da geht es um komplett neue Verfahren zur Produktion. Da geht es um die Speicherung von Energie, aber eben auch um die Optimierung vorhandener Technologien. Und weil ich keine Expertin für all diese Themen bin, möchte ich mir gerne den ersten Laudator auf die Bühne holen. Und das ist Tilman Willem, Leiter Ordnungspolitik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom DVGW. Herzlich willkommen. Dankeschön. In das Mikrofon bitte sprechen. Ich hatte heute früh schon mal versucht, den so ein bisschen einzusortieren, diesen Tag, ne? Dass wir quasi, dass der unter der Überschrift Effizienz steht, dass der uns vielleicht so ein bisschen abkoppelt. Hier ist die Gasbranche zusammengekommen, der uns so ein bisschen geistig den Freiraum schafft. Wir sind sonst seit Frühjahr im Krisenmodus, müssen uns aber wirklich parallel dazu anstrengen, diese ganze Branche auf eine Zukunft vorzubereiten. Ne? Mhm. Und dazu müssen wir immer wieder darauf fokussieren, dass es bei uns darum geht, die Branche erneuerbar zu bekommen. Mhm. Sie haben mich angekündigt, kommen von denen, so die Moleküle in die Leitung transportieren. Wir müssen unsere Leitung klimaneutral bekommen. Das ist unser Ziel, egal welche Krise gerade vorherrscht. Nicht egal, aber so diesen Kurs, der anliegt, den darf man nicht vergessen. Und in Ergänzung zu erneuerbar müssen wir uns auch immer wieder um effizient kümmern. Und das war heute der Tag für effizient. Und so wie ich den mitverfolgt habe, ging es auch immer wieder drum. Und mein Eindruck ist auch immer, wenn man sozusagen in diese Branche, in so eine Gruppe reinhört und reinfühlt, dann hat es jeder verstanden. Und was aber noch viel wichtiger ist, es will auch jeder. Ah. Es will auch jeder Teil dieser Transformation sein. So, jetzt wird es gleich ein bisschen spannend und ich lese nochmal die vor, die nominiert sind in der Kategorie. Das ist die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und das Fraunhofer-Institut für Silikatforschung ISC mit dem Projekt Optische Indikation von Wasserstoff. Das ist als zweites die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas MbH mit dem Projekt Wasserstoffdorf Bitterfeld. Ein so schweres Wort. Und es ist als drittes die OTH Regensburg, die Universität Regensburg und nochmal die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gemeinsam mit dem Projekt Metallisierungs-Bioreaktor Orbit. So, diese drei sind nominiert. Und was ich jetzt machen darf, wenn ich diese Kiste aufkriege, es ist ein Magnet dabei, da befindet sich nämlich ein grüner Umschlag, den darf ich Ihnen jetzt geben. So, und lieber Herr Willem, Sie gehen wieder an Ihren Platz, bitte, damit man auch hört, was Sie sagen. Sie öffnen jetzt den Umschlag und verkündigen den Gewinner. Okay, also Gewinner der Kategorie anwendungsorientierte Forschung des Innovationspreises der deutschen Gaswirtschaft 2022 ist das Wasserstoffdorf Bitterfeld. So. Die erste Katze ist aus dem Sack und damit wir auch wirklich glauben, dass sie das verdient haben, gucken wir jetzt einen Film. Wir haben in Deutschland ein sehr gut ausgebautes Erdgasinfrastrukturnetz und diese Anlagen sind wasserstoffready. Auf diesem Testfeld wird eine Wasserstoffinfrastruktur der Zukunft nachgebildet und wir betreiben dieses Testnetz seit 3 Jahren rein praktisch mit Wasserstoff. Mit bestehenden Erdgaskomponenten.
Die Forschungslandkarte, die wir hier beschreiben, war in den letzten 3 Jahren ganz stark auf betriebliche Themen über das Projekt H2-Netz ausgelegt. Und mit H2-Infra zum 01.01.2022 haben wir unsere Breite der Forschung noch ein Stückchen vergrößert. Wir testen zusätzlich moderne, hochdichte Kunststoffrohrleitungen, was so mit Wasserstoff auch Neuheitswert hat. Und wir testen Verlegeverfahren, wir testen grabenlose Verlegung der Rohrleitungen und die gesamte Versorgungskette von der Übergabe bis zum Verbraucher und das mit 100% Wasserstoff. Jetzt widmen wir uns neben den betrieblichen Erfahrungen rund um das Thema Technologie auch dem Thema Bildung, denn das ist ebenfalls ein Thema, ohne dem wir einen Transformationsprozess nicht schaffen werden, ohne geeignetes Personal. Und neben den tatsächlichen Netzbetreibertätigkeiten gehen wir jetzt den Schritt in den Haushalt und forschen gemeinsam mit Anwendungstechnologen für H2-Ready Wasserstoffendgeräte. Mit der gewonnenen Erfahrung kann man Standards entwickeln, um einen sehr viel wirtschaftlichen Betrieb von Verteilnetzen ermöglichen zu können. Und das schlägt sich natürlich zum einen auf die Wirtschaftlichkeit für die jeweiligen Betreiber der Infrastruktur aus, aber auch für die soziale Verträglichkeit, weil man dann eben auch Energie kostengünstig zu den Menschen transportieren kann. Die Resonanz ist sehr positiv. Das, was wir hier vertesten, ist so nah an einem realen Gasnetzbetrieb. Und deswegen ist das für die gesamte Branche von ganz großer Bedeutung. Denn genau das, was wir hier machen, brauchen diese für ihre zukünftigen Gasnetztransformationsprozesse. So, jetzt wissen wir auch, wie das Wasserstoffdorf aussieht. Und während Sie Ihre Laudatio halten, dürfen die Gewinner schon mal so ein bisschen Ihren Pokal, den ich jetzt mal hier hinstelle, anschmachten. Und ich bitte Sie um die Laudatio, Herr Willem. Vielleicht ein kurzes Handzeichen der Mitnetzkollegen bitten, dass ich weiß, wen ich würdevoll anschauen darf. Danke. Genau. Genau. die Mitnetzgas. Versammelt in dem im Projekt Wasserstoffdorf Bitterfeld haben wir die Akteure oder relevante Akteure aus der Chemieregion Bitterfeld-Leuna-Buna in einem Projekt, was gewissermaßen einen Blick in unsere Energiezukunft mit Wasserstoff freigibt. Was da vor Ort passiert ist, da ist Technik aufgebaut, die zertifiziert ist, um nach DVGW-Standards zertifiziert ist, um Erdgas durchzuleiten. So, diese Technik wird jetzt gestresst und belastet und angeguckt, was die mit Wasserstoff anfängt. Das ist ein, obendrauf sind dann noch Heizgerätehersteller von Wasserstoffheizgeräten mit dabei, die am Ende dieser Anlage ihre Geräte testen. Das ist also im Grunde eine Welt von morgen, die dann nachgebildet wird, die angeguckt wird. Und das war auch der Grund, das ist innovativ, das zahlt auf zukünftige Ziele ein und das war auch der Grund, weshalb die Jury des Innovationspreises der deutschen Gaswirtschaft dem Projekt der Mitnetzgas mit ihren Partnern, zu denen DBI zählt, zu denen Rehau zählt, TÜV Süd und der Verbund HYPOS zählt, diesem Projekt den Innovationspreis 2022 in der Kategorie anwendungsorientierte Forschung zu verleihen. Und da darf ich Ihnen als sozusagen Sprachrohr der Jury und im Namen des DVGW, im Namen aller Partner, die an dieser Veranstaltung hier beteiligt sind, ganz herzlich gratulieren und würde Sie jetzt zu mir auf die Bühne bitten. So, schnell auf die Bühne, zack, zack. So, jetzt alle Mann auf die Bühne, also nicht zieren als Gewinner, jetzt kommen Sie gerne alle auf die Bühne, alle, die Sie wollen. Einer darf auch gleich noch was sagen und Sie bekommen Ihr Pokal. Ui! Das ist das ganze Wasserstoffdorf, haben Sie mitgebracht. So, ja, dicken Applaus nochmal für Sie. Es gibt ein schnelles Foto. Der Pokal wandert einmal durch. Und wer möchte, möchten Sie noch 3 Sätze kurz zum Dank sagen? Ihrer Mutter oder wer auch immer. Und wenn, dann bitte ans Mikrofon. Wir würden das zu zweit machen wollen, der Gerd Müller-Sürmann und ich. Sie kriegen aber nicht die doppelte Zeit. Nein, es geht auch ganz schnell. Jetzt kommt die Dankesrede, die ganz, ganz lange. Die erspare ich Ihnen aber. Wir möchten erst mal Dank sagen
zwei Projektpartnern, die die Förderung ermöglicht haben. Und das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die maßgeblich finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben, damit wir dieses Dorf erstellen können. Genau, und gehen Sie ans Mikro ran, wenn Sie noch ergänzen wollen. Wie viel Zeit haben wir denn? Weil Sie sagen, wir kriegen nicht die doppelte Zeit. Kurz. Kurz. Also es muss immer organisiert werden, sowas. Dafür haben wir einen guten Projektträger gehabt, also auch dafür ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, alle hier im Raum wissen, dass man nicht nur gute Ideen braucht, man braucht auch einen Partner, der da irgendwie mitzieht. Und mal ganz ehrlich, ein Unternehmen, was sagt, wir bauen mal ein Wasserstoffnetz mit Bauteilen, die dafür gar nicht gemacht sind, und das noch als Versorger einer kritischen Infrastruktur, das hinzukriegen, das ist gar nicht so einfach. Und da geht der Dank wirklich an die Mitnetzgas. Und ich erinnere mich super gerne an den Tag, wo euer damaliger Geschäftsführer gesagt hat, wir machen das. Der saß im Raum, hat sich alles angehört, hat seinen dienstältesten Gaser angeguckt und der hat souverän genickt. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir das. So wollen wir das. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. So, ein letztes Gefühl noch für die Bühne. Ja, wir haben ja mehrere Preisträger. Es geht zackig weiter. Mit der Kategorie 2 und dem Thema nachhaltige Erzeugung. Feiern dürfen Sie nachher natürlich auch noch ein bisschen, das ist ja klar. Es geht um gasförmige Energieträger, die leisten heute und in Zukunft einen wichtigen Beitrag für eine stabile und klimaschonende Energieversorgung. Erdgas wird zunehmend durch erneuerbare und klimaneutrale Gase ersetzt und das geschieht auch heute schon durch den Einsatz von erneuerbarem Biomethan und zukünftig verstärkt durch die Einspeisung von Wasserstoff. Das sind alles Themen, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Ich möchte jetzt den Laudator der zweiten Kategorie, Dr. Tim Kehler, dem Vorstand von Zukunft Gas, zu mir auf die Bühne bitten. Bitte schön. Oder liegt noch der alte Umschlag? Ein Applaus auch für Herrn Dr. Kehler. Das Wasserstoffdorf haben wir noch hier. Genau, das Wasserstoffdorf haben wir noch hier. Das nehmen wir wieder mit. So, Herr Kehler, auch Sie haben den Tag über hier verbracht. Was ist jetzt so gerade Ihr Gemütszustand? Aufgeregt. Also nicht nur im Sinne von, was kommt dann jetzt tatsächlich auf uns zu. Ich muss gestehen, ich habe einen kleinen Informationsvorsprung. Aber das, was hier an Energie in diesem Schlaraffenland der Gehirne auch tatsächlich ist, das ist total klasse. Und das macht mich tatsächlich auch aufgeregt für das, was vor uns liegt. Und das ist ja auch mal ganz gut, in diesen Zeiten mal so ein bisschen ja, Blick nach vorne aufzuwerfen. Das wird Sie motivieren, die nächsten Monate. Total. Das Schlaraffenland der Gehirne. Ja, ich lese noch mal kurz vor, wer nominiert ist in dieser Kategorie. Es ist die Salzgitter-Flachstahl GmbH mit dem Projekt CO2-reduzierte Stahlherstellung Salkos. Es ist die Universität Hohenheim mit dem Projekt Biogas Upgrade. Und es ist die Landwärme GmbH gemeinsam mit Reverion GmbH mit dem Projekt Negativemissionen mit CO2 aus Biogas und Brennstoffzelle. So, diese drei sind nominiert. So, und ich versuche das hier wieder ein bisschen geschickter als eben und schneller, jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert, Ihnen diesen grünen Umschlag zu übergeben. Und Sie dürfen nun das Geheimnis lüften, Herr Dr. Kehler. Ja, das tue ich. Es fehlt natürlich so ein bisschen der Trommelwirbel. Genau. Soll ich das machen? Die Jury hat sich entschieden, in der Kategorie nachhaltige Erzeugung den Innovationspreis der Gaswirtschaft an das Projekt Negativemissionen mit CO2 aus Biogas und Brennstoffzelle zu vergeben. Herzlichen Glückwunsch an Landwärme und Reverion. Und auch hier darf der Bildungsauftrag nicht fehlen. Wir gucken uns das mal im Film an. Landwärme ist einer der führenden Biomethanhändler in Europa. Und hier mit dem Projekt wollen wir einfach ein Leuchtturmprojekt schaffen, zusammen mit Reverion einfach zeigen, wie innovativ und wie zukunftsweisend Bioenergie, Biogasnutzung, Biomethanerzeugung sein kann. Das Projekt umfasst jetzt eine Erweiterung der Anlage um eine CO2-Verflüssigung und um ein Brennstoffzellenmodul, wo wir Biogas zu Wasserstoff und CO2 im ersten Schritt aufspalten, um dann mit dem Wasserstoff Strom für die Anlage zu erzeugen und das CO2 dann über die Verflüssigung für eine stoffliche Nutzung oder für die Speicherung bereitstellen. Das Besondere ist die Brennstoffzelle, die läuft bidirektional. Das heißt, die kann in derselben Brennstoffzelle entweder Strom erzeugen aus Gas oder eben Gas erzeugen mit Strom.
Die Brennstoffzellen gibt es grundsätzlich schon länger, auch mit dieser bidirektionalen Funktionalität. Allerdings wurde das System außenrum bisher nicht so gebaut, dass man das wirklich ausnutzen kann. Das haben wir geändert durch unsere neue patentierte Technologie. Sind wir eben in der Lage, erstmals diese bidirektionale Funktionalität voll auszunutzen. Wir steigern gleichzeitig den Wirkungsgrad und ermöglichen eben zum Beispiel diesen CO2-negativen Betrieb. Wir müssen erneuerbare Energien kombinieren mit dem Klimaschutz. Das ist, was mich antreibt, eine zukunftsfähige Technologie zu haben. Da ist ein ganz großes Thema Carbon Capture, also die Möglichkeit, dass wir hier CO2 aktiv aus der Atmosphäre holen und für eine Nutzung oder halt auch für die Lagerung zur Verfügung stellen können. Ja. Die Filme vermitteln auch einfach nochmal einen guten Eindruck. Und hier hat man auch gesehen, wofür wir das eigentlich auch alles tun, nämlich die schöne Umgebung auch drumherum. Und auch Sie dürfen den Pokal hier anschmachten, während Herr Dr. Kehler die feierliche Laudatio spricht. Bitte schön. Sehr gerne mache, denn es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass die Jury sich für dieses Biogasprojekt entschieden hat. Ein Thema, was in diesen Zeiten natürlich von ganz besonderer Bedeutung ist. Und als ob es die Preisträger schon geahnt hatten, als sie dieses Projekt angelegt haben vor einigen Jahren. Wir brauchen Biogas, wir brauchen diese Resilienz, die diese Systeme anbieten, jetzt mehr denn je. Es wird klar, dass wir die Kraft der Biologie nutzen müssen, um unsere Gassysteme zu diversifizieren. Wir werden ein breites System, ein Netz an erneuerbaren Gasen sehen, das wird das grüne Wasserstoff sein, das werden andere Wasserstofffarben sein, das wird aber eben auch zunehmend das Thema Biogas und Biomethan sein. Die Idee, aus der Biologie Energie zu gewinnen, das ist etwas, was die Menschen schon seit Urzeiten eigentlich betreiben. Meine Vorfahren haben aus Bäumen Kohle erzeugt, daher kommt mein Name. Wenn Sie hier durch das Tor gegangen sind, das ist, das habe ich mir sagen lassen, das Beamtentor, was hier das AEG-Gelände eingeräumt hat, das ist eines der ältesten Bauwerke aus der Anfangszeit, aus dem Jahr 1896. Und der Architekt, also ich erwähne es nicht deswegen, weil die Gasbranche jetzt so viel mit Beamten und staatlicher Einflussnahme zu tun hat, sondern es war das Beamtentor der AEG-Beamten seiner Zeit. Und der Architekt hat hier, wenn Sie es beim Rausgehen sich anschauen, auch einen wunderschönen Baum mit Glühbirnen illustriert, um eben auch damals schon zu zeigen, wir holen die Energie aus der Biologie und betreiben damit Strom. Und genau das ist eigentlich so im Kern das, was wir hier auch in diesem wunderbaren Projekt sehen. Wie ein Schweizer Taschenmesser wird hier auf engstem Raum eine, Sie haben es auch gesehen, funktionierende Lösung etabliert, die nicht nur Energie aus der Natur, sondern CO2 aus der Atmosphäre nimmt und dank Negativemissionen eben auch eine noch effizientere Produktion von Biogas ermöglicht, aber eben nicht nur Biogas, sondern eben auch Strom und Wasserstoff. Und daneben steht noch eine wunderbare Festoxid-Brennstoffzelle, die in beide Richtungen betrieben werden kann. Sie kann Strom erzeugen aus Biogas oder eben andersrum Wasserstoff aus Strom. Und damit haben wir natürlich ein perfektes System, was dann auch nicht nur resilient ist oder auch effizient ist, und das sind ja Sachen, die gegeneinander stehen, sondern eben dadurch, dass es dezentral ist, dass es in diesem kleinen Rahmen dann zusammengefasst ist, dann eben auch wirklich diesen Widerspruch von Resilienz und Effizienz auflöst. Wir zeichnen heute zwei sehr innovative Unternehmen auf. Landwärme hat sehr frühzeitig begonnen, das Thema Biogas, Biomethanhandel aufzuräumen mit einem innovativen Geschäftsmodell. Und ich denke, die Technologie, die Reverion hier in den Markt führt, die spricht für sich als innovatives Startup. Und ich freue mich insbesondere, dass wir mit dieser Preisverleihung, das muss ich zum Abschluss noch erwähnen, Elon Musk zuvorkommen, denn Reverion und Landwärme haben sich auch für den X-Prize beworben, sind mittlerweile da in einer Finalrunde unterwegs, müssen aber, glaube ich, noch ein paar Jahre warten, bis das auf die Zielgeraden geht. Wir sind jetzt schon da und können sagen, dieses
Projekt ist hochinnovativ. Wir fördern auch das Einspeichern und das Herauslösen von CO2 aus der Atmosphäre jetzt schon. Da braucht es jetzt nicht Elon Musk, sondern die deutsche Gaswirtschaft ist da tatsächlich ein paar Jahre voraus. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an Landwärme und Reverien für den deutschen Gaspreis. Genau, und bitte finden Sie dürfen den übergeben. Sie finden Ihren Weg auf die Bühne. Sehr schön. Bekannte Gesichter schon von heute. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es gibt ein, genau, klatschen Sie gerne. Wer von Ihnen möchte noch das große Dankeschön sprechen? Dann bitte schön hier ans Mikro. Das darf ich machen, genau, das große Dankeschön. Danke, Herr Kehler, für die einleitenden Worte und die Laudatio. Danke ganz allgemein natürlich hier an Zukunft Gas, den BDW, an den DGVW, DVGW, Verzeihung. Das beruhigt mich ein bisschen. Für die Trägerschaft und die Ausrichtung, die ganze Organisation hier. Und wir sind glücklich, wir sind natürlich der Meinung, wie die Jury auch, dass völlig das richtige Projekt gewonnen hat. Wir denken nicht nur gerade jetzt aufgrund der Zeit, in der wir leben und der Energiekrise und allem drum und dran, hat Biogas, Biomethan einen Stellenwert, sondern eben, wie Sie sehen können, auch einen Mehrwert in der Zukunft in Richtung negative Emissionen, einiges zu bieten und neben natürlich den anderen Biogasprojekten, die jetzt zum Glück hier auch vertreten sind in jeder Kategorie, die, glaube ich, auch durchaus verdient hätten, hier geehrt zu werden, freuen wir uns, dass wir es geschafft haben und neben einigen Wasserstoffprojekten hier die Lanze hochhalten für dieses grüne Methan, weil ich denke, die Triade genau aus diesen verschiedenen Energieträgern macht das, was wir in Zukunft brauchen, eine lebenswerte Zukunft, und um nichts weniger geht es eigentlich. Danke. Ja, vielen Dank an Sie. Zeigen Sie es Elon Musk im Schlaraffenland der Gehirne, haben Sie da eh schon gewonnen. Ich danke Ihnen und viel Spaß mit Ihrem Preis. Vielen Dank. Ja, wir machen jetzt sozusagen, wir unterbrechen das normale Programm sozusagen. Es geht jetzt nicht weiter mit der Kategorie 3, sondern die Träger haben sich in diesem Jahr dazu entschieden, ein besonderes Projekt als Game Changer zu ehren. Es handelt sich um ein visionäres Projekt, das die Transformation der Gaswirtschaft nochmal auf ganz besondere Weise symbolisiert und verdeutlicht. Und jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe zu sagen, um welches Projekt es dort geht, um dann erst das Video zu gucken und die Laudatio zu hören. Und ich darf verkünden, dass die Ehrung erhält der Energy Hub Port of Wilhelmshaven. Was genau hinter dem Projekt steht, das zeigt jetzt das Video. Der Energy Hub ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen und Behörden, die gemeinsam den Weg in die regenerative Zukunft erneuerbarer Energien finden wollen und werden. Wilhelmshaven ist der einzige deutsche Tiefwasserhafen, der Tide unabhängig mit 17 Meter Tiefgang erreichbar ist. Das ist die große infrastrukturelle Voraussetzung. Wir haben den guten Anschluss an das Bahnnetz, wir haben den guten Anschluss an das Autobahnnetz, und diese Ressourcen wollen wir jetzt nutzen. Was gerade gebaut wird, ist die Pipeline, mit der das heute noch Flüssiggas, LNG, für die nächsten Jahre als Übergangstechnologie dann transportiert wird, um von da ins europäische Verteilnetz eingespeist zu werden. Selbstverständlich spielt auch die regenerative Energie eine maßgebliche Rolle. Wir sprechen im Energy Hub mittlerweile immer von einem Vierklang. Einerseits sind wir im Eingangshafen quasi aktiv. Das betrifft sowohl einkommend Wasserstoff und deren Derivate, aber natürlich auch Energie, die offshore kommt, als ein Modul. Das zweite Modul ist die Produktionskapazitäten hier vor Ort. Das heißt also sowohl für Wasserstoffproduktion, aber natürlich auch für Industrie, die sich hier ansiedeln kann, als Verbraucher. Was macht die Region noch aus, ist der Transport von Wasserstoffen, Stichwort das Wasserstoffleitungsnetz, und natürlich auch die Speichermöglichkeiten hier in der Region, die Salzspeichermöglichkeiten.
viele verschiedene Unternehmen mit vielen verschiedenen, ich sag mal, Ansätzen, was ihre Strategie betrifft, aber auch, ich sag mal, Konzern- und Unternehmensvorgaben, wenn es darum geht, sich irgendwo anzuschließen. Und alle haben sie total unkompliziert gesagt, jawohl, wir halten das für die richtige Sache und so sind wir gestartet. In Deutschland dauert es normalerweise 9 Monate, um eine Baugenehmigung für den Wintergarten zu bekommen. Wir haben jetzt in weniger als 9 Wochen eines der größten energiepolitischen Projekte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland realisiert. Und das konnten wir eben nur, weil alle gemeinsam, die Industrie, die Politik und die Verwaltung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene Prioritäten setzen und alles genau auf die regenerativen Energien, auf die Versorgungssicherheit der Bundesrepublik Deutschland fokussieren und konzentrieren. Wir überwinden unternehmerische Grenzen, wir überwinden aber auch Grenzen, die üblicherweise zwischen Wirtschaft und Verwaltung bestehen. Und das ist, glaube ich, das Einzigartige an diesem Modell, dass insgesamt 17 Beteiligte nicht mehr aus der Perspektive ihres Unternehmens oder ihrer Behörde agieren, sondern aus einer Perspektive der gemeinsamen Verantwortung. Ja. 17 Akteure in gemeinsamer Verantwortung. Ich glaube, das verdient wirklich die Ehrung als Game Changer. Das Besondere des Game Changers ist, dass sie auch einen Pokal bekommen. Ich wollte gerade sagen, bekommen sie keinen Pokal? Doch, jetzt steht er hier. Und ich möchte jetzt die Laudatorin auf die Bühne bitten. Und zwar ist das Margarete Kletscher, Vice President Carbon Management and Hydrogen von Wintershaldea. Frau Kletscher. Besten Dank. Und es ist eine super Ehre, dass ich hier noch den Ehrenpreis verleihen darf, heute zur später Stunde. Eigentlich wurde ja fast alles schon in dem Filmchen gerade gezeigt, der übrigens sehr gut gelungen ist, was ich eigentlich über dieses Projekt sagen kann. Ein Update kann ich geben. Es sind, glaube ich, mittlerweile mehr als 17 Akteure, die dann teilnehmen. Es sind über 20, meine ich. Und das Besondere an diesem Projekt ist, dass es eigentlich alles das aufgreift, was wir heute faktisch im Laufe des Tages erarbeitet, diskutiert haben hier in diesem Netzwerk. Das heißt, das Thema Energiesicherheit. Das war heute das übergeordnete Thema, was gerade aufgrund dieser schlimmen Situation, die uns seit dem Frühjahr betrifft, ja, überfordert faktisch fast. Und dieses Projekt zeichnet sich faktisch dadurch aus, dass es genau diese Besonderheit mitbringt, dass es die Energieversorgung durch eine erhöhte Diversität, eine hohe Flexibilität als auch eine Nachhaltigkeit und eine sichere Energieversorgung eben darstellt. Also das ist das Besondere an dem Projekt und es leistet deswegen einen besonderen Teil zur Energieversorgung, weil es nämlich, wie in dem Film gesagt, mehrere Projekte vereinigt. Es vereinigt einerseits den Aufbau einer besonders wichtigen LNG-Infrastruktur, die, wie gezeigt, ziemlich schnell möglich ist auf einmal. Es stellt zudem außerdem eine Kapazität von erneuerbaren Stromversorgung dar. Es stellt ein Wasserstoffcluster jeglichen Couleurs dar, das heißt blau, grün, all das wird in Wilhelmshaven möglich. Und es ist außerdem, und das ist besonders wichtig, ein CO2-Hub, der dort entsteht, der verantwortlich sein wird, um aus der ganzen Region, vielleicht auch ganz Deutschland, CO2 zu bündeln und dort weiter zu verschiffen, erst verschifft, vielleicht später mal per Pipeline, in CO2-Speicher in der Nordsee. All diese Puzzlestücke dieser Wertschöpfungskette sind dort vereinigt, in diesem Energy Hub in Wilhelmshaven. Und in dem Filmchen wurde auch ganz klar dargestellt, warum gerade Wilhelmshaven der beste Standort ist, um genau so einen Hub verschiedener Akteure zusammenzuführen und dort aufzubauen. Es ist nämlich ein Standort, der sich auszeichnet dadurch, dass er einen Tiefwasserseehafen hat. Er ist besonders ausgezeichnet, dass ein Windstrompark in direkter Nähe in der Küste vorliegt. Wir haben in direkter Nähe außerdem Kavernspeicher, die faktisch den erzeugten Wasserstoff speichern können. Und wir haben in 60 Kilometer Entfernung ein H2-Fernleitungsnetz. Also all diese Faktoren kommen zusammen, um den Energy Hub von Wilhelmshaven als besonderen Hub auszuzeichnen in Deutschland. Ja, das sind also die besten Voraussetzungen, um als Drehscheibe für Deutschland zu funktionieren, um Energieversorgung darzustellen.
Und ich glaube, das hat gerade heute der Tag gezeigt, dass es die allerhöchste Relevanz hat, dass wir nämlich genau all diese Akteure zusammenführen, all diese unterschiedlichen Unternehmen, um in einer Geschwindigkeit, die für Deutschland eher unbekannt ist, tatsächlich wie dieser LNG-Terminal Energie bereitzustellen. Und wir haben, glaube ich, eins gelernt heute, wir sollten nicht lange zögern, nicht lange warten, um Chancen zu ergreifen. Beschleunigung ist heute viel gefallen und ich glaube, Wilhelmshaven ist ein Hub, der Beschleunigung darstellt. Und deswegen bin ich ganz besonders stolz, dass wir heute mit einem Ehrenpreis, mit einer Ehrung, diesen Energy Hub auf Wilhelmshaven tatsächlich ehren können. Ja, und ich glaube, wir holen jetzt einfach mal die Game Changer auf die Bühne, oder? Genau. Und zwar sind das Alexander Leonhardt, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wilhelmshaven, und Uwe Oppitz, Geschäftsführer von Renus Ports GmbH. Sie beiden Game Changer haben jetzt das Vergnügen. Ja, auch Ihnen steht er gut und es ist ja eigentlich auch, ich sage immer Pokal, es ist ja eigentlich ein kleines Kunstwerk. Bitte schön, möchten Sie Worte des Dankes sprechen? Ich möchte es ganz kurz machen. Alexander Leonhardt ist mein Name. Ich bin, Sie hören es an meiner Mundart, noch gar nicht lange im Norden und genau wo ich gekommen bin, ist eben genau das entstanden, die Kraft der Vernetzung, und dafür steht der Energy Hub. Und der Sprecher ist Uwe Oppitz, insofern bitte Uwe, deine Worte. Ja, ich muss mich hier jetzt erstmal outen. Beinahe hätte mich das leichteste Element im Periodensystem mein Abi gekostet. Also habe ich entschieden, geh mal lieber in den Hafen. Allerdings habe ich früh in meiner Karriere gelernt, sich in Komfortzonen zu bewegen, ist sicherlich nicht das Richtige, um erfolgreich zu sein. Insofern stehe ich hier heute voller Stolz als Sprecher der Initiative. Wasserstoff hat mich wieder eingeholt und ich glaube, das eint uns. Wie gesagt, Teil des Erfolges ist, sich außerhalb von Komfortzonen zu bewegen. Und ich glaube, genau das tun Sie genauso wie wir auch in der Region. Nämlich durch Innovation funktioniert nur, wenn man sich außerhalb von Komfortzonen bewegt. Insofern, wie gesagt, bin ich hier voller Stolz, freue mich, als in der Tat, wir sind mittlerweile mehr als 25. Ich stehe für mehr als 25 Unternehmen, die eben sich auch alle außerhalb der Komfortzone bewegen. Insofern vielen Dank für den Preis bzw. die Ehrung, wie ich ja verstanden habe. Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir auch in Berlin und Umgebung wahrgenommen werden. Und wir machen weiter und werden uns bemühen, Teil der Energiewende zu sein, Versorgungssicherheit darzustellen. Ganz wichtig ist mir noch als letzter Ausspruch, in den letzten Wochen sind wir tatsächlich als Region nur noch bekannt durch LNG. Und die Region macht mehr aus als nur LNG, nämlich Transformation ist unser eigentliches Thema. LNG ist notwendig, um Versorgungssicherheit darzustellen. Aber wie gesagt, Transformation wird uns ausmachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie beide. Und unser Blick wird sich jetzt wahrscheinlich öfter nach Wilhelmshaven richten. Dankeschön. Danke, Frau Klatscher. So. Jetzt geht es weiter mit den Kategorien. Es bleibt spannend und vielleicht rutschen einige ein bisschen unruhig auf dem Sitz hin und her. Es geht jetzt um intelligente Infrastruktur. Und Deutschland besitzt eine gut ausgebaute Infrastruktur. Neben Verkehrswegen, Telekommunikationsnetzen gibt es auch Netze für Gas, Wärme und Strom und Speicher dazu. So, diese werden im Rahmen der Transformation unseres Energiesystems natürlich an Bedeutung gewinnen. Das Gasnetz muss zum Beispiel auf den Betrieb mit reinem Wasserstoff vorbereitet werden, weil das nicht einfach so funktioniert. Als Bestandteil des Energiesystems der Zukunft muss es zudem flexibler und intelligenter werden. Und ich möchte jetzt als Laudatoren für diese Kategorie Professor Dr. Frank Behrendt, den Leiter des Instituts für Energie, Verfahrenstechnik und Umwandlungstechniken regenerativer Energien an der TU Berlin hier begrüßen. Herr Professor Behrendt. Ja, vielen Dank. Wobei relativ offensichtlich ist, dieser Institutsname ist eine Strafe für jeden Visitenkartendesigner, weil die Länge muss man erstmal unterbrechen. Was meinen Sie, was ich schon alles heute für Begriffe ausgesprochen habe, in einer Reihenfolge, in einem Tempo, die ich noch nie hintereinander ausgesprochen habe? Sie, das Besondere an Ihnen, Sie sind Juryvorsitzender auch gewesen. Und vielleicht so ganz kurz, was war besonders in diesem Jahr an der Juryarbeit? Was haben Sie da vielleicht so als besondere Botschaft für sich auch mit rausgenommen?
Also zum einen meinen herzlichen Dank an die Jurymitglieder. In einer solchen nicht routinemäßig zusammenarbeitenden Gruppe ist es immer spannend zu sehen, wie schnell man gemeinsame Vorstellungen, gemeinsame Wahrnehmungen dessen entwickelt, worüber man befinden soll. Und das hat dieses Jahr in, würde ich sagen, herausragender Art und Weise geklappt, weil wir alle davon überzeugt waren, dass der Wandel, den wir seit dem 24. Februar durchlaufen, natürlich auch viele technische Komponenten, viele logistische Komponenten beinhaltet, die eben auch ihren Niederschlag gefunden haben in einer großen Vielfalt von Beiträgen, von Einreichungen. Und durch diese Vielfalt hindurchzulaufen und zu gucken, was dort an Ideen vorgestellt wurde, das ist ganz viel Lohn, was man als Jurymitglied mitnehmen kann. Und wenn man dann eben noch eine gut funktionierende Gruppe ein wenig anleiten darf, naja, leiten darf, begleiten darf, ist das auch einer von den Tagen, die dann Freude machen. Ja, und das braucht man auch zwischendurch mal. Ich darf noch mal die drei Nominierten in dieser dritten Kategorie nennen, damit Sie die noch mal im Gedächtnis haben. Das ist die Robert Bosch GmbH mit dem Projekt Gasanalysegerät. Es ist die Hoffmann und Hoppestock GmbH mit dem Projekt Systemlösung Wasserstoff und Bio-CNG-Tankanlage. Und es ist die PSI Software AG mit dem Projekt PSI Control Green Gas. Das sind die drei Nominierten, die wir auch heute ja den Tag über schon mal kurz kennengelernt haben. Und auch Ihnen, für Sie habe ich einen grünen Umschlag. Wollen Sie den haben? Oh, bitte. Ja? Okay. Dann müssen Sie noch aufmachen. Ach, nee. Und uns sagen, was drinsteht. Nicht sofort. Ich kann ja noch einen Moment warten. Sie können einen Moment warten. Sie wollen noch, aber nur, wenn Sie uns was Nettes zu erzählen haben. Das hat aber mit dem Umschlag zu tun. Das Witzige ist ja, wenn man die drei bisherigen, also die beiden Preisträger plus den Ehrenpreis zusammenfasst, haben wir natürlich eins gelernt. Die nicht ganz so ferne Vergangenheit war für Übertragungsnetzbetreiber eigentlich relativ angenehm. Man hatte einigermaßen homogene Lieferanten mit der Zeit. Naja, dann kamen irgendwann mal diese komischen Menschen, die ihre Biogasanlagen anschließen wollten, wo man dann plötzlich Heizwertunterschiede, Brennwertunterschiede hatte, Zusammensetzungsunterschiede hatte. Dann kommen die Menschen, die Wasserstoff einspeisen wollen, Energy Hub Wilhelmshaven. Das heißt also, die Zusammensetzung der Gase in den Leitungen wird anders. Die wird zeitlich anders, die wird räumlich anders. Und das hat natürlich gerade für Netzbetreiber eine Reihe oder eine große Anzahl von sehr komplexen Herausforderungen. Und diese zu adressieren, heute und in der Zukunft erst recht, das ist etwas, was unserem Preisträger, damit Sie machen es echt ein bisschen spannend, die PSI Control Green Gas, in herausragender Art und Weise mit ihrem Produkt, eben mit Green Gas, erreichen konnte. Und damit ist es der Jury ein besonderes Vergnügen, diesen Preisträger hiermit auszuzeichnen. Applaus! Ja, Sie haben es jetzt nochmal besonders spannend gemacht, Herr Professor Behrendt. Wollen wir uns auch ein Video angucken? Machen wir. Deutschland ist einer der größten Gaskonsumenten in der EU und rüstet sich für den Umstieg auf erneuerbare Gase. Biogas und aus Wind- und Sonnenenergie hergestellter Wasserstoff werden über das Gasnetz in das Energiesystem integriert und stellen Gasnetzbetreiber vor neue Herausforderungen. PSI Control Green Gas ist ein Softwareprodukt, mit dem wir jetzt auch Gase unterschiedlicher Beschaffenheiten sehr gut steuern können und sehr gut visualisieren können. PSI Control Green Gas bietet für die Kunden mit bestehenden Gasnetzen den Vorteil, dass es durch automatische Fahrweisenvorschläge einen optimalen Betrieb der Gasnetze auch mit Einspeisung von regenerativen Energien gewährleistet. Wir sind nicht allein in Deutschland als Infrastrukturbetreiber unterwegs, sondern mit mehreren Fernleitungsnetzbetreibern. Und in dieser Gruppe haben wir die Vision eines Wasserstoffstartnetzes entwickelt. Dabei hat ThyssenGas einen wesentlichen Umfang. Wir brauchen an der Stelle innovative Lösungsansätze, auch gerade auf der technologischen Seite, um diese Herausforderung stemmen zu können. PSI Control Green Gas hatte den großen Vorteil, dass wir durch eine präzise Modellierung der chemischen und thermodynamischen Eigenschaften der Gase
genau vorhersagen können, wie sich die eingespeisten regenerativen Gase durchs Rohr bewegen. Und dadurch kann Thyssengas eben präzise Vorhersagen treffen, um einen möglichst reibungslosen Betrieb zu ermöglichen. Energiesicherheit ist Grundlage, dass die Investitionssicherheit für die Industrie gegeben ist. Und das ist für uns ein sehr großer Anreiz, auch diese globalen Abhängigkeiten über die erneuerbaren Gase weitgehend abzuschwächen. Ja, und auch hier ist das Objekt der Begierde, das ich schon mal hier ein bisschen hinstelle zum Anschmachten. War das eben schon Ihre Laudatio oder haben Sie noch was im Petto? Es war der kurze Anriss eines längeren Vortrages. Nein, den Witz hatten wir heute schon. Immer die Gefahr, wenn man Hochschullehrer an ein Mikrofon lässt. Ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass unser zukünftiges gasbasiertes oder der gasbasierte Teil unseres zukünftigen Energieversorgungssystems oder Energieträgerversorgungssystems deutlich komplexer ist als das, was wir in der Vergangenheit hatten. Das hat was mit der Zusammensetzung der Gase zu tun, das hat eben auch mit der zeitlichen Auflösung der Einspeisung zu tun. Das hat damit zu tun, dass natürlich gerade die Industriekunden im hohen Maße darauf angewiesen sind, vorhersehbare Brennverhalten, vorhersehbare Energiegehalte in ihren Systemen haben. Und das ist auch ein Grund, warum gerade in diesem Film natürlich die Partnerschaft zwischen dem Softwareentwickler, dem Softwareanbieter und einem Unternehmen wie der Thyssengas angesprochen wurde. Nur in solchen Partnerschaften werden wir in der nahen und fernen Zukunft in der Lage sein, die Verlässlichkeit, die auch die Resilienz unseres Gassystems in dem Maße aufrechtzuerhalten, wie es eigentlich heute von uns allen geschätzt wird. Und der Beitrag, den wir hier als Wettbewerbsgewinner in dieser Kategorie haben, leistet dazu einen substanziellen und zwar heute schon verwendbaren Anteil und ist in der Lage, diesen Umbau unserer Gasversorgung in der Zukunft gemeinsam mit den Netzbetreibern, gemeinsam mit den Großanwendern, aber letztendlich auch den Stadtwerken und ihren Verteilnetzen voranzutreiben. Das ist der Grund, warum die Jury sich hierfür ausgesprochen hat. Und das ist der Grund, warum ich den Preis auch gerne übergeben werde. Und dazu müssen Sie auf die Bühne kommen. Wir begrüßen Sie herzlich. So, auch hier. Es braucht ein ganzes Dorf, um Ideen zu entwickeln. Auch hier. Ja, sehr schön. Schön, dass Sie alle da sind. Man sieht, Innovationen entstehen aus Kooperation und aus vielen klugen Köpfen. Wie hat Herr Kehler gerade gesagt, Schlaraffenland der Gehirne. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Und wer auch immer von Ihnen mag, darf ans Mikrofon treten. Ich würde das. Bitte sehr. Herzlich gerne. Sehr geehrte Ausrichter, sehr geehrte Laudatorin, sehr geehrte Jury, wir bedanken uns sehr, dass uns dieser Preis zuerkannt wurde, denn es ist für uns eine große Anerkennung der Arbeit, die wir bisher getan haben, dass erneuerbare Energien, klimaneutrale Gase in den Gastransportnetzen bei der Überwachung, bei der Steuerung, bei der Simulation und bei der Gasbeschaffenheitsrekonstruktion berücksichtigt werden. Diese Softwarelösung ist heute bereits verfügbar. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit dafür sehr viel Herzblut, Aufwand, Zeit, auch Kosten investiert. Und was mich besonders freut, wir konnten in den letzten 2 Tagen, Montag, Dienstag, haben wir ein neues Forschungsprojekt gestartet, wo wir diese Softwarefunktionen weiterentwickeln werden, weiter untersuchen werden, dass wir künftig auch künstliche Intelligenz und Sicherheit weiter in den Gasnetzen dort einbauen können und zur Verfügung stellen können. Denn wir haben gerade in den letzten Tagen erfahren müssen und dürfen, dass auch das Thema Sicherheit in der Energieversorgung Gasnetz eine sehr wichtige Rolle spielt. Vielen Dank Ihnen allen, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Wir freuen uns sehr und werden weiter intensiv daran arbeiten, dass wir auch künftig an sich potenziell Kandidaten sind für eine erneute Teilnahme. Sie sind herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie. Hüten Sie das kleine Kunstwerk. Es muss, glaube ich, ab und zu mal geputzt werden, wenn es durch so viele Hände geht. Aber da wird sich auch jemand finden. Vielen Dank. Dankeschön. Genau, den richtigen Umschlag mitnehmen. So, wer
Wer hat denn jetzt bis zum Schluss, muss denn jetzt gespannt bleiben, was denn jetzt passiert? Heben Sie mal die Hand, wie viele Menschen unter Ihnen sind das jetzt noch? Ah, okay. Okay, wir kommen zur vierten Kategorie. Effiziente Anwendungstechnik. Der effiziente Umgang mit Energie senkt Emissionen und Kosten von smarten Heizungen in Einfamilienhäusern über gewerbliche Anwendung bis hin zu komplexen Brennern in Industrieanlagen oder in der Stromversorgung. In all diesen Leistungsklassen können technologische Innovationen genutzt werden, um den Energieverbrauch zu senken oder völlig neue Bereiche für Gasanwendung zu erschließen. Der Laudator dieser vierten Kategorie ist Markus Koop und er ist Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Hochtaunus. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Koop, Sie sind Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Wir haben heute den ganzen Tag über schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ressortübergreifend zu denken, dass Themen sozusagen nicht mehr nur in ein Ressort gehören, sondern gerade große Themen, die uns als Gesellschaft im Ganzen betreffen, eigentlich ressortübergreifend diskutiert werden müssen. Welche Bedeutung hat das Thema Gas, welche Bedeutung hat das Thema Energie bei Ihnen im Auswärtigen Ausschuss? Gibt es da einen Link, den Sie auch diskutieren? Ja, natürlich traurige Aktualität, wie wir alle das Thema diskutieren, was wir gerade erleben, eben mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Fragen Nord Stream 2, was uns ja nicht jetzt erst beschäftigt, sondern schon lange. Also insofern ist das natürlich, wir sind jetzt nicht der Ausschuss, der jetzt von der Fachebene her sich mit Gas beschäftigt, aber eben mit den politischen Fragen, die ja auch da dran hängen. Und das sieht man ja eben im Moment jeden Tag, dass das eben auch Fragen sind, die eben tatsächlich verschiedene Bereiche der Politik betreffen. Und damit eben auch uns. Und deshalb ist das eines der Themen, das im Moment auch bei uns ganz weit oben auf der Agenda steht. Und das heißt für Sie natürlich auch, sich immer wieder in neue Themen und Zusammenhänge einzuarbeiten. Ich nenne mal die drei Nominierten, die gerade auch schon die Hände gehoben haben, nochmal, um uns das ins Gedächtnis zu rufen. Die Avard Automation GmbH mit dem Projekt SI Optimizer für Blockheizkraftwerke. Es ist die Küppers Solution GmbH mit dem Projekt iRecu Wasserstoffbrenner. Und es ist die Kooperation von Kawasaki Gas Turbinen GmbH, der B&B AGEMA Institut für Dampf- und Gasturbinen der RWTH Aachen und die FH Aachen mit dem Projekt Wasserstoff Micro Mix Brenner. Also Sie glauben ja gar nicht, was ich hier alles so an Wörtern habe und ich froh bin, wenn ich das glatt über die Zunge kriege. Wollen Sie auch den grünen Umschlag, Herr Koop? Das ist der letzte. Gehen Sie sorgfältig damit um. So, und erlösen Sie die Nominierten und öffnen den Umschlag bitte. Ja, das mache ich sehr gerne. Mal sehen, ob Sie das alles so glatt über die Zunge kriegen. Ja, schauen wir mal. Also, der Preis oder die Auszeichnung der Kategorie effiziente Anwendungstechnik geht an H2 Micromix Brenner und damit an die Kooperation Kawasaki Gasturbine Europa GmbH, B&B AGEMA GmbH, Institut für Dampf- und Gasturbinen an der RWTH Aachen und der FH Aachen. Wow! Herzlichen Glückwunsch. Da bin ich jetzt neidisch, wie Sie das so rausgehauen haben. Wir gucken uns jetzt aber erstmal das Gewinnervideo an. Diese Brennkammertechnologie steht für eine emissionsarme und sichere Wasserstoffverbrennung. Die Zielsetzung von Professor Suttrop Anfang der 1990er Jahre an der FH Aachen war die Entwicklung eines stickoxidarmen Wasserstoffbrennverfahrens für die Gasturbinenbrennkammer. Die Anwendbarkeit der Verbrennungstechnologie wurde im Rahmen der Grundlagenforschung durch Professor Funke und Team am Prüfstand der FH Aachen erfolgreich bestätigt. Wir haben bei der B&B AGEMA bei der numerischen Simulation zunächst die niederenergetischen Flammen simuliert, die Modelle angepasst und dann auf Basis dieser Ergebnisse die Simulationen in den Hochdruckbereich für die Gasturbine überführt. Basierend darauf, auf diesen Erkenntnissen, wurden dann die ersten Brennerköpfe für den realen Betrieb designt. Und diese Herstellung und Entwicklung, die war dann in Japan. Das, was dann dort hergestellt wurde, wurde hierher gebracht und hier getestet. Zunächst war es unbedingt erforderlich, dass
eine solche Brennkammer hier an diesem Hochdruckprüfstand auch unter den Bedingungen getestet wird, wie die einer realen Gasturbine zu finden sind. Hoher Druck, hohe Energiedichte, das ist in der Form einzigartig nach einem solchen Prinzip hier in Aachen möglich. Wir haben in Japan auch unsere Testanlagen. Unser Brennkammerprüfstand beispielsweise geht bis 2 Bar. Und hier können Sie weitaus höhere Drücke testen. Und das ist die Besonderheit, sodass wir das, was wir in Japan hergestellt haben, dann hier testen konnten. Erst als diese Versuche hier erfolgreich gelaufen sind, konnte man den Schritt wagen, eine solche Brennkammer auch in das Produkt, in die Gasturbine zu implementieren und zu betreiben. Durch weitere Entwicklung wurden dann die Prototypen verbessert und sodass sie dann auch für den kontinuierlichen Betrieb dann in einer realen Anlage geeignet war. Nur durch so eine Technologie ist es möglich, jetzt in Gasturbinen Wasserstoff sicher, emissionsarm und vor allen Dingen CO2-frei zu verbrennen. Ja, Herr Koop, während Sie Ihre Laudatio sprechen, steht das letzte Kunstwerk hier. Und vielleicht sagen Sie auch noch mal ganz kurz Ihren Bezug, den Sie zu dem Projekt haben. Bitte schön. Ja, ich stehe hier heute Abend vor Ihnen. Sie hatten es ja schon erwähnt, wie mein Wahlkreis heißt, Hochtaunus. Und eines der Unternehmen, Kawasaki, ist eben, hat den Sitz in meinem Wahlkreis, in Bad Homburg genauer gesagt. Und deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, dann auch diese Auszeichnung übergeben zu dürfen. Kawasaki ist ja auch ein Name, der, glaube ich, auch in Deutschland bekannt ist und das eben auch vom Namen des Unternehmens her dafür steht, dass wir eben genau diese Transformation, über die wir hier auch schon die ganze Zeit reden, da auch erleben. Es ist ein Unternehmen, das 1878 eine Werft in Tokio eröffnet hat, dann später Japans erste Dampflokomotive eingeführt hat und dann eben seit 1975 auch in Europa Gasturbinen produziert, installiert und wartet und deshalb eben auch der Grund ist oder die Grundlage damals geschaffen wurde, dass wir heute diese Auszeichnung vornehmen können, die aber eben, das hat man ja in dem Video auch gesehen, eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Das ist Kawasaki zum einen, das ist aber eben auch ein Zusammenspiel von Forschungseinrichtungen und Unternehmen und deshalb sind ja heute auch hier B&B AGEMA GmbH und das Institut für Dampf- und Gasturbinen an der RWTH Aachen sowie die FH Aachen ebenfalls mit ausgezeichnet. Und was der Grund ist, haben Sie ja in dem Video relativ eindrucksvoll gesehen. Das ist auch besser erklärt, als ich das konnte, der in der Schule relativ früh festgestellt hat, dass Naturwissenschaften nicht die Kernkompetenzen sind, aber ich ziehe da meinen Hut davor. Und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch den ganzen Abend, den ich hier miterleben dürfen, diese Innovationskraft, dieses Gedankengut, dieses hier wirklich neu an Themen heranzugehen und nicht müde zu sein, neue Technologien zu finden und sie nicht nur zu finden, sondern sie dann auch in Anwendung zu bringen, ist, glaube ich, etwas, darauf können Sie alle stolz sein. Und deshalb freue ich mich eben, dass wir jetzt diesen Preis übergeben können an die 4 genannten Kooperationspartner mit Kawasaki, mit B&B AGEMA und der RWTH Aachen, also ganz so leicht fällt es mir dann auch nicht über die Lippen, und der FH Aachen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dieser Auszeichnung, aber auch allen anderen Bewerbern. Sie können alle wirklich stolz sein auf das, was Sie hier geleistet haben, und gewinnen kann halt am Ende nur einer. Und der kommt jetzt auf die Bühne. Ja. So. Herzlichen Glückwunsch, der letzte Applaus gehört Ihnen an diesem Abend und Sie bekommen natürlich auch gleich aus den Händen von Herrn Koop dieses wunderbare Kunstwerk, diesen Pokal. Herzlichen Glückwunsch an Sie für diese großartige Kooperationsarbeit. Bitte schön, ans Mikrofon. Thank you very much for your introduction. I'm sorry, but my German is very poor, so let me speak in English. My Japanese is also not very Japanese. Yeah. You're welcome. Yeah, thank you. So, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Masahiro Gata from Kawasaki Gas Lab Europe.
Today I am here as a representative of Carsight Customer Europe and also from Carsight Heavy Industry of Japan. We are really happy and appreciate for this award. This is a very famous award and it's a great honor for us. This is especially, Kawasaki had been focused on the hydrogen technology more than 20 years. So, however, the realization of the product is still undergoing. And this micromix technology is one of the first real product which will come very soon. Yeah, and maybe Kawasaki is only famous for the motorcycle in Europe. We all know them. Yeah, but the Kawasaki motorcycle is made in Japan 100%. But our gas turbine is we import a gas turbine core part, but produce a genset in Germany. So our product is German product with a Japanese heart. So please remember Kawasaki and buy Kawasaki after this. thank you. Before I leave, I want to express a big appreciation to our partners, because we couldn't achieve to this big achievement without a good partnership. Not here, but in Japan, realized a demonstration operation under the support of NEDO, which is a Japanese governmental agency. And before this, all the development work was done in Germany with very good partners. And most of the tests was done in Aachen area with the strong support of B&B AGEMA, which is represented with the Dr. Kushira. And also tested was supported by Aachen Technical Institute, leaded by Professor Bohn. Unfortunately, he is absent today, but we are really supported by the parties. But original idea is from Aachen FH, Professor Funke. Really, we appreciate for their strong support. And at the last of, but not least, I appreciate to my colleague, Mr. Dr. Tekin, who applied for this award in general. Thank you very much again. And Thank you. Thank you very much for being here, and you have to decide where this small artwork will find its new home. I think it's a very hard decision. Okay, Dr. Tekin has already decided. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Danke auch an Herrn Koop. So, es ist vollbracht. Die diesjährige Preisverleihung des Innovationspreises der deutschen Gaswirtschaft ist beendet. Und wir haben glückliche Gewinner und hoffentlich aber auch glückliche Nominierte, denn sie alle haben großartige Arbeit geleistet. Und ich glaube, dieser Raum ist so voll von auch Zuversicht, Optimismus und neuem Wissen. Also zumindest bei mir. Sie alle sind ja Fachexpertinnen und Experten. Für Sie ist das sozusagen das alltägliche Geschäft. Aber ich glaube, es ist sehr viel Aufbruchsstimmung und Zuversicht hier deutlich geworden. Und ich würde jetzt noch mal um großen Applaus für Sie alle gegenseitig bitten, für alle Nominierten und Preisträger. Und zum Abschluss möchte ich nochmals bei Ihnen wohlbekannte Menschen, die Sie schon häufiger heute gesehen haben, auf die Bühne bitten. Herr Willem, Herr Dr. Kehler, bitteschön. Ja. Ganz kurz zum Schluss, was nehmen Sie vom heutigen Tag mit? Puh, ich wollte noch was Positives mit rausgehen, weil es war wahrscheinlich sau anstrengend für viele, weil der Tag auch lang war.
Ich versuche trotzdem Energie mit rauszunehmen aus der Arbeit, die hier passiert ist und auch aus, was ja immer so ist, man trifft ja auf Mitstreiter, das hilft zum Weitermachen und ich hatte mir auch, es ist auch immer schön, man muss sich manchmal quasi im Spiegel gucken, ein bisschen vergegenwärtigen, wir sind alle kleine Werkzeuge der Energiewende, das ist ein schönes Privileg, das darf nicht jeder und es hilft vielleicht so ein bisschen, um etwas energized auch aus so einem, weiß ich nicht, knapp 10- oder 11-Stunden-Tag rauszugehen. Also Energie mit rauszunehmen ist immer gut, glaube ich, aus so einem Tag. Genau. Ja, danke schön. Herr Dr. Kehler, was nehmen Sie mit? Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wir haben ja so viele tolle Innovationen und damit auch Inspirationen mitgenommen. Und ich glaube, diese Vernetzung, die wir heute auch mitnehmen, und ich habe jetzt in Pausen auch viele Gespräche schon geführt, wo ich gehört habe, Mensch, ja, das war klasse, dass ich jetzt hier den getroffen habe oder die getroffen habe. Wenn wir das mitnehmen, diese Kraft des Netzwerkes, ich glaube, dann haben wir mal wieder was geschafft, was sonst so beispielsweise bei einer Videokonferenz eben nicht funktioniert. Ja, und es war wirklich eine Preisverleihung unter besonderen Umständen. Und es gibt natürlich auch noch, Sie laden noch ein bisschen ein zum informellen Ausklang und weiteren Gesprächen. Ich glaube aber ganz wichtig, zum Schluss ist nochmal auch ein ganz großes Dankeschön zu sagen. Genau. An alle, die sich hier beworben haben, aber vor allen Dingen auch an die Jury unter der Leitung der sachkundigen und bewährten Leitung von Professor Frank Behrendt von der TU Berlin. Die Jury hat es mal wieder geschafft, aus diesem wirklich breiten Portfolio an Angeboten mit großer Klugheit und Weisheit Innovationspreisträger herauszufinden. Natürlich ist es immer ein Abwägen, aber ich denke, wir haben wieder ein tolles Portfolio gesehen, auch an Nominierten. Von daher herzlichen Dank an die Jury, herzlichen Dank an unsere Schirmherrin, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger. Herzlichen Dank auch an der Stelle an alle, die hier mitgeholfen haben, das so toll umzusetzen. Das sind die Teams der Partnerverbände DVGW, BDW und natürlich auch von Zukunft Gas. Und das Ganze ist natürlich nicht möglich, ohne dass wir auch Sponsoren haben, Partner haben. Insbesondere Wintershall Dea möchte ich dort nochmal für die Großzügigkeit der Unterstützung bedanken. Und der letzte Applaus sollte unseren Moderatoren gelten. Julia Kropp, das... Dankeschön. Da gibt es nicht nur den Preis für Freundlichkeit, für Fröhlichkeit, für hohe Energie, sondern vor allen Dingen auch für Ausdauer. Dieser Stapel an Karten, der wurde uns zu Beginn heute Morgen entgegengehalten. Das muss ich heute abarbeiten. Kann ich nur sagen, Arbeitsauftrag voll erfüllt. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das war auf jeden Fall Arbeit, die große Freude gemacht hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank an Sie alle. Einen schönen Ausklang mit Gesprächen. Schönen Abend. Danke. Und danke Ihnen.